Guten Morgen. Heute ist es soweit. Halbmarathon in Palma de Mallorca. Ich nehme euch mit. Ich freue mich sehr. Machen wir uns mal fertig jetzt, ne? Guten Morgen. Schön Zähne jetzt. Duschen. Muss sein, ne? Oh, jetzt ist hier Weckeralarm. Nachdem ich jetzt schön geduscht habe, zeige ich jetzt meine Sachen für heute. Laufshirt, Unterhose, Laufhose und die Socken. Das sind die Sachen, die ich mitnehme. Und dann haben wir im Kühlschrank noch schön die wichtigen Sachen, ne? Meine Lieben. Ja, das gehört doch alles mit dazu. So, dann haben wir hier gleich noch ein Cappuccino, Apfel und Wasser. So. Das kommt da rein. Kommt da rein und das auch. Wichtig ist dann ja auch, vor so einem Marathon auch mal auf die Toilette zu gehen. Und da habe ich mich gerade sehr gefreut, dass ich jetzt auf Klo muss. Aber danach werden dann meine Beine schön eingeschmiert. Ne? Ist alles wichtig. So, dann fangen wir mal an. Ne? Leider ist es jetzt ein bisschen weit weg, aber was soll's. So, noch ein bisschen viel, ein bisschen mehr Masse und dann cremen wir mal eben ein. Ne? Alter, ist das stürmisch und windig hier. What? Was ist das denn? Jetzt habe ich halt Phantomschmerzen im Knie. Ah, das nervt mich so. Wir haben 6.59 Uhr, der Bus kommt gleich. Ich freue mich. Im Olympiastadion. Schön im Bus fahren gerade. Easy. Jetzt sind wir hier irgendwo an einer ganz komischen Stelle ausgestiegen. Bin jetzt alleine, weil ich vorgelaufen bin. Oh Mann, ey. So ein Kack. Ja, aber 10 Minuten noch gehen, dann 25 Minuten ist. Was ist das hier? Scheiße. Das kann noch dauern. Aber da vorne gehen ein paar. Gleich sind wir da. Alles easy. Kein Stress, kein Stress, kein Stress. Wir fahren runter. Jetzt wird sich voll konzentriert. No, no, no. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Sachen abgeben muss. Kacke. Scheiße. Sorry. Einfach genießen. Er macht sich auf jeden Fall schon mal warm. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Im Wasser. Hier ist auch alles nass. Ich gebe die GoPro jetzt ab. Jetzt steige ich überall auf mein Handy. Wir sehen uns. Ich glaube, die kommen gerade vom Ballermann. Jetzt dachte ich, easy kann ich chillig loslaufen. 8 Uhr. Verspätung. 9 Uhr Start. Läuft doch. Aber ich hätte sowieso mein Stirnband vergessen, tatsächlich. Deswegen muss ich jetzt nochmal zurück. Ohne mein Stirnband und dann. Verstehe ich alles. Jetzt mal gucken, mein Start, was da so abgeht. So we are trying to clean it and save it as much as possible. That's why we prefer to delay everything for 1 hour. Ich will mich jetzt mal ein bisschen einlaufen. Auf jeden Fall ein paar mehr, die das machen. Was ist? Auf. Gleich geht's los, 10 Minuten. Ich habe jemanden getroffen. Nils. Ja. Servus. Servus. Los.
Deutschland! Unsere Natura! Ich laufe übrigens nur so ein bisschen zum Spaß. Um ein bisschen zu filmen nebenbei. Das sind wir Kilometer 2. Das ist gerade wieder so der Moment, wo mir klar wird, dass ich gerade auf Palma de Mallorca, in Palma de Mallorca, einen Marathon laufe. Das sind die ersten. Freunde, Kilometer 5, ich spüre die Beine. Gut, dass wir ein bisschen slower laufen. 5er Pace. Das ist ein gutes Motto. One now, here later. So geil. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ein paar Sekündchen. Ich muss gerade ein bisschen Zeit aufholen. Das Ding ist, ich könnte so easy schneller laufen von der Atmung her. Aber meine Beine, das geht gar nicht. Scheiß drauf, einfach weitermachen jetzt. Ich bin bei Kilometer 8. Geht doch alles mit. Einfach positiv denken. Ich starte gerade den 9 Kilometer Lauf. Das ist ein geiles Bild. Kleines Update. Kilometer 11. Ich spüre nichts mehr. Das ist das Gute. Ich kann jetzt so Gas geben. Den Schmerz weggelaufen. Ja, läuft. Haben wir. Wir müssen noch 7. Passt. Passt. Easy 6 Kilometer. Ich habe jetzt ein bisschen das Tempo angezogen. 2,5 Kilometer noch. 1,33. Alles geben. Komm. Komm, komm, komm. Bist du Winner? 1,5. 1,5. Weiter. Wir geben immer weiter Gas. Let's go! Gleich haben wir es! Sportsfreund hat es geschafft. Ja, Mann, er auch. Stolz auf dich. Alleine. Ja, Fazit, was soll ich sagen? Geiles Rennen. Ich kam sehr schwer weg am Anfang. Bin in einem dritten Block gestartet mit ein paar Freunden und dann kam ich halt nicht weg, weil die alle zu langsam gelaufen sind. Da war es sehr, sehr langsam, 5,20 teilweise. Und dann am Ende 4 Minuten Pace, das wollte ich noch sagen eben. War gut, stolz auf mich. Jetzt tun wir erstmal wieder die Sachen ab, den Beutel. Geiles Wetter. Mallorca, oder?
stehen jetzt hier alle, weil es regnet. Ah, geil, geil, geil. Ich würde sagen, damit beenden wir diesen Vlog. Danke für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ich bin sehr stolz auf euch. Das war ein tolles Erlebnis. Ja. Schöne Herausforderung. Und damit verabschieden wir uns. Macht's gut, Freunde. Genießt euer Leben. Ich muss euch nochmal eben einmal kurz zurückholen aus dem Tschüss sagen. Guckt euch mal bitte an, wie krass überschwemmt das hier. Ne! Habt ihr das gesehen? Nein! What the fuck, der Typ ist da reingesprungen. Ich wollte euch zeigen, dass ich jetzt meine Banane esse. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Bananen hasse. Ich weiß nicht mal, wie man die aufmacht. Ich habe keine Ahnung, ich hasse diese Dinger. Ey, Leute. Ja. Ich kann das gar nicht riechen. Ich muss wegschmeißen. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Ciao. A few minutes later. Ach, wie schön. Das ist echt schön. Geiles Gefühl. Und zum Abschluss natürlich nochmal ein paar Bilder für euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn ihr das Video zu Ende geguckt habt, ein riesiges Dankeschön von mir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören voneinander. Ach so, und wenn ich irgendwas verändern kann oder ihr irgendwelche Tipps habt, meldet euch.